Deswegen finden Frauen dich unattraktiv. Auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Es werden interessante neue Dinge dabei sein, die du wahrscheinlich noch nicht gehört hast. Sichere dir dein eigenes Praxisbuch vom Beta zum Alpha für nur 16 Euro, wenn du dein Leben, das deiner männlichen Verwandten oder Freunde auf das nächste Level bringen willst. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Warum finden Frauen dich unattraktiv? Der Hauptfaktor dafür ist, weil du dich immer noch wie ein Muttersöhnchen verhältst, was von der Nabelschnur der Mutter jetzt zur Nabelschnur der zukünftigen Freundin wechseln möchte. Das heißt, du suchst immer noch unbewusst den Mutterersatz, ja, und willst alles für die Frau tun, um sie zufriedenzustellen, anstatt dich auf deine eigenen Werte zu konzentrieren und nach deinen eigenen Prinzipien zu handeln, handelst du immer nur so, dass die Frau sich gut und wohl fühlt, ja, weil du das so übernommen hast von dem Verhältnis zu deiner Mutter. Das ist ein sehr großes Problem, was dich in deiner Männlichkeit einschränkt und dich extrem unattraktiv für wirklich feminine Frauen zumindest macht. Deswegen löse diese Themen auf, indem du in deine Männlichkeit gehst und lernst, dich abzukoppeln und deinen Werten entsprechend zu handeln. Ein weiterer Faktor, der dich unattraktiv für Frauen macht, ist, weil du keine Disziplin aufgebaut hast. Du hast weder Disziplin aufgebaut, indem du einen sauberen NoFap-Streak aufgestellt hast. Du hast weder Disziplin aufgebaut im Thema Ernährung und Training. Ja, du isst wahrscheinlich öfter trotzdem noch Sachen, die dir einfach nur gut schmecken, aber völlig ungesund sind für dich. Du hast ein Problem, wenn du regelmäßig Alkohol oder andere Substanzen konsumierst, zockst, ja, oder andere Ablenkungen in deinem Leben hast, die einfach alle auf dasselbe Prinzip gehen, nämlich sofortige Belohnungen. Wenn du immer wieder sofortige Belohnungen in deinem Leben, auch Social Media beispielsweise, ja, im Übermaß hast und die Kontrolle über dich bekommen, dann hast du keine Disziplin, ja. Und wenn du keine Disziplin hast und immer nur sofortigen Belohnungen nachjagen wirst, dann wirst du absolut unattraktiv für Frauen sein. Ja, weil sie wissen, potenziell können sie sich auf so einen Mann nicht verlassen, der kann die Kinder und sie niemals versorgen, unabhängig davon, ob du jetzt Kinder willst oder nicht, aber das sind die unterbewussten Prozesse, die ausgelöst werden und deswegen wird dich eine Frau in dem Zustand niemals attraktiv finden können. Bestenfalls als Beta-Langzeitversorger, aber niemals als ernstzunehmenden Alpha-Mann wird sie dich wahrnehmen können. Frauen finden dich unattraktiv, weil du Frauen auf ein Podest stellst und alles für sie tust, anstatt dich mal zu fragen, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Ja? Und nicht alles für die Frau zu tun, bloß um sie irgendwie ins Bett zu bekommen oder bloß um irgendwie mit ihr in eine Beziehung zu gehen, ja, oder irgendwie Kontakt zu ihr zu haben. Noch schlimmer, wie das die meisten Sims machen, ja. Die tun quasi alles für ein bisschen Aufmerksamkeit von der Frau. So, und das macht dich natürlich unheimlich unattraktiv, wenn du deine eigene nicht sexuelle Aufmerksamkeit nicht wertschätzt und einfach so raus verschwendest, ja, weil du Frauen auf ein Podest stellst. Der nächste Faktor ist natürlich offensichtlich, wenn du dein äußeres Erscheinungsbild nicht pflegst. Du gehst nicht regelmäßig zum Friseur, ja. Du achtest nicht darauf, einen gepflegten Bart zu haben oder regelmäßig den Bart abzurasieren. Du achtest nicht auf Hygiene. Du achtest nicht auf einen klassischen, hochwertigen Style, ja. Du achtest nicht darauf, ja. Du machst einfach, was dir gerade gefällt, wie du dich wohlfühlst, ja. Oder Thema Bad Boy Kid natürlich auch, das Ganze als Image zu verkörpern. Wenn du nichts von den Sachen machst, dann wirst du definitiv als unattraktiv wahrgenommen. Warum? Es geht nicht darum, dass du jetzt jemand ganz anderes bist, der du gar nicht authentisch sein willst. Es geht darum, dass du dein eigenes Potenzial ausschöpfst. Und ich sage dir, 99% der Männer sind massiv unter ihrem eigenen Potenzial, was das äußere Erscheinungsbild angeht. Du bist unheimlich unattraktiv für Frauen, wenn du schnell emotional wirst. Wenn du weinst vor einer Frau, ja, es geht jetzt nicht darum, wenn mal jemand gestorben ist. Ja, das kann natürlich auch mal passieren. Aber wenn du die ganze Zeit rumheulst, es muss jetzt nicht mal wirklich körperlich sein, dass du jetzt Tränen vergießt, sondern die ganze Zeit weinst und rumheulst, wie schlecht es dir geht und wie schlimm alles ist, so wie das viele machen, und dich einfach zu emotional zeigst, ja, so, und nicht der Fels in der Brandung bist, nichts durch bist, dann macht dich das massiv unattraktiv. Also hör auf rumzuheulen, hör auf dich zu beschweren. Am besten, du weinst auch nicht die ganze Zeit vor einer Frau. Auch das macht dich natürlich unattraktiv. Auch da wird sie den Respekt verlieren. Also wenn du wirklich die ganze Zeit Tränen vor ihr vergießt und keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer du denkst, dass das irgendwie Stärke ist, glaub mir, es ist keine Stärke vor Frauen. Das kannst du in einem anderen Bereich machen unter Männern, aber nicht vor Frauen. Ein weiterer Faktor, der dich sehr unattraktiv macht in den Augen der Frauen, ist, weil du nicht weißt, was du willst. Du bist nicht klar in dem, was du möchtest. Und dieses Hin und Her und Na, ich weiß nicht so richtig, das macht dich sehr unattraktiv. Da geht der nächste Punkt einher mit, und zwar Thema Selbstbewusstsein. Wenn du dir selbst nicht bewusst bist, das heißt, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht dir bewusst darüber bist, was dir wichtig ist und was du auch willst und nicht willst, dann macht dich das massiv unattraktiv. Dazu kommt,
das Thema Nice-Guy-Syndrom. Viele sind viel zu nett, die können niemals Grenzen setzen, sagen einer Frau niemals nein, ja, tun alles dafür, dass sie sich immer nur gut fühlt und vernachlässigen ihre eigenen Werte und Prinzipien. Und wenn du viel zu nett bist und nicht auch mal an deine Schattenseite gehen kannst, Grenzen setzen kannst, nein sagen kannst, wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du massiv unattraktiv für Frauen. Wenn du keine Auswahl hast und ständig nur im Mangel bist, dann bist du nichts als unattraktiv für Frauen. Warum? Weil du immer in der Vanitas bist, weil du automatisch Frauen auf ein Podest setzt und weil sie natürlich Männer haben wollen, die vorselektiert sind und nicht irgendwelche Männer, die einfach nie irgendeine Frau abkriegen, keine Auswahl haben und komplett im Mangel sind. Der letzte Punkt, der auch gleichzeitig einer der wichtigsten mit ist, ist der Faktor, dass du, wenn du nicht führen kannst, unheimlich unattraktiv für Frauen bist. Ich rede natürlich von den femininen Frauen, von den maskulinen Emanzen. Die finden es toll, dich zu führen, dir zu sagen, was du zu machen hast, zu sagen, wo du hingehen sollst, was du anziehen darfst und so weiter. Ja? Aber die wirklich femininen Frauen, die wollen, dass du die Vorschläge machst, dass du sagst, wir gehen dann da und dahin, machen das und das. Was sagst du dazu? Hast du Lust darauf? So. Die wollen nicht, dass du sagst, ja, worauf hast du Lust und entscheide du doch für mich. Das ist Beta, mein Freund. Und wenn du nicht gelernt hast zu führen, dann wirst du auch niemals die wirklich femininen Frauen anziehen und für diese Frauen extrem unattraktiv sein. Jetzt hast du einige Schlüsselfaktoren mitbekommen, was du alles nicht machen darfst, wenn du wissen willst, was du aktiv machen musst, damit du attraktiv für Frauen wirst, damit du dein eigenes Potenzial auch für dich selber ausschöpfen kannst. Dann bewirb dich endlich für ein kostenloses Erstgespräch. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich danke dir fürs Zuschauen. Vergiss nicht, das Video zu liken. Hinterlass auf jeden Fall einen Algorithmus-Kommentar. Du weißt, YouTube ist hier nicht unbedingt für das, was ich hier so verbreite. Deswegen kannst du mich aktiv dabei unterstützen, mehr Männer zu erreichen und somit auch indirekt etwas Gutes tun. Also, Video liken, Algorithmus-Kommentar dalassen, am besten noch teilen und dann wird dieses Video mehr Männer erreichen, sodass die Männer diese Fehler endlich vermeiden können. Ich danke dir fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.